Dach. Meins, meins. Man kann sich vier Arten Krankheiten holen, wenn man die Viecher nur anguckt. Also, lieber nicht. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Das klappt nicht. Das Gift ist flüssig. Das ist einfach nur dumm. Es muss einen besseren Weg nach... Wo ist denn die Schüssel her? Nur eine Schüssel mit Maisresten. Wo habe ich die Schüssel her? Aus der Wohnung wahrscheinlich. Vom Matthew. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Damit ich mir die Tollwut... Die sind also überall. Da war ich eben. Also, passt oder passt nicht? Pass immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Die trage ich nur rum, wenn's un... Ich muss an die... Die quatschen da immer noch. Bist du sicher, dass wir das Problem in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Okay. Die Wasser zum Kochen bringen? Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Der nicht. Scheiße, ich soll zuerst aufstellen, oder? Also, passt oder passt nicht. Pass immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Boah, da ist Wasser drin. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Die Flasche bleibt... Ich glaube, ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Baby-Popcorn. Naja, ich versuch mal, ob die Tauben das scheiß Popcorn fressen. Wieder in die Randalls Wohnung. Dann wieder aufs Dach. Diese Tauben sehen hungrig aus und sie sehen mich so komisch an. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Kann ich jetzt... Hey, die... Fräst, meine Schönen, fräst. Es ist genug für alle da. Achievement freigeschaltet. Diese Tauben schlafen nicht. Sie sind tot! Aber wen interessiert diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen sind sie nur gemalt. Mann, ich könnte mir sonst... Also das ist eine Anspielung auf Disney-Film. In Disney, gibt's eine Szene... Ich werde das für YouTube wahrscheinlich reinschalten. Schneiden. Da gibt's eine Szenerie, wo dieser George aus dem Dschungel jemand eine Klippe runterfällt. Und da heißt es dann, er ist nicht tot, er ist nur noch schwer verletzt. So, in Disney-Film keine Menschen sterben. Das ist eine Anspielung darauf.
das Spiel, das ist... Ich habe gestern noch geflucht, weil ich ein bisschen enttäuscht war. Und ich muss sagen, heute... Es ist immer noch nicht so der Überbringer, aber die ganzen, die Anspielung, das ist cool. Trichter und Schlauch habe ich jetzt. Was mache ich damit jetzt? In die Wohnung komme ich nicht weiter. Das Überwachungsband. Da. Mit Wohnung vielleicht. Oder nur mal zum Pfandleier. Ich guck zum Pfandleier und dann gehe ich zur Wohnung, weil ich glaube, hier labert der immer noch. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Das Ding habe ich ja schon raufgestellt. Das ist sicher keine Sache. Ja, das ist natürlich. Ach, der auf die Plattform. Vielleicht kann ich da irgendwas mitmachen. Dass wir das Problem damit in den Griff kriegen. Ich garantiere, was passiert? Dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ach, vielleicht. Das ist schon mal der Kuckuck ausgelöst. Das geht aber. Wenn meine Physikkenntnisse mich nicht täuschen, müsste diese Uhr jetzt eine potenzielle Massenvernichtungswaffe sein. Kann ich da irgendwas reinstopfen? Lieber nicht. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Es wird nicht klappen. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Das macht. Komm. Ich brauche irgendwie ein Geschoss. Da braucht man wohl eine. Da waren die Billardkugeln, die komme ich aber erst ran. Solange der nicht bewusstlos ist. Ganz ruhig, Pat. Das ist Pat. Hey! Ach, ja. Naja, der und. Ein nikotinabhängiger Affe? Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr. Dass sie nie wirklich. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, was ich. Kann ich ins Schminkzeug wieder gehen? Vielleicht geht sie sich dann schminken. Bin nur kein Maskenbildner. Oh Mann, ey. Kann ja einfach mal das Ratten. Das ist er blind? Das ist keine gute Idee. Zitrone? Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Rattengift kann ich nicht reintun. Ja, für den extra fruchtigen Geschmack. Wieso wollte das eben reintun?
Sandwich? Ich sollte nur die wirklich starken Schmerzen. Okay, das ist nicht schmerzhaft genug. Das vielleicht. Batterie, wegen Batteriesäure da. Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Fast fertig. Jetzt habe ich nur noch eine Batterie. Rasierklingen? Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Alter, ich muss pinkeln. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Okay, das ist der, den er mag. Kann ich den Stab auch noch gelanden? Das ist auf deinem Hintergrund. Ich komm nicht ran. Komm ich damit ran? Okay, aber jetzt gehe ich erst schiffen. Ach, das tut mir leid, wenn ihr warten musstet. Nein, das ist nicht verteilbar. Ach, du warst da? Ich war doch nur auf Klo. Moin erstmal. Zockst du wieder Zukunft ist Vergangenheit oder so? Ja, aber es ist inzwischen doch etwas besser. Was? Es fängt langsam an, komisch zu werden. Also ich habe zum Beispiel den besten Freund schon zweimal sterben sehen jetzt. Okay. Das ist jetzt das zweite Mal im Montag. Es ist das zweite Mal Montag, also es ist noch alles frisch. Billard, genau. Jetzt kann ich doch bestimmt die Billardkugel, die ich gerade. Ich habe übrigens die Tauben auf dem Dach vergiftet. Und da wurde eine Anspielung gemacht auf einen Disney-Film. Ich mag ja Filmanspielungen, ne? Da stehe ich. Ich bin ja totaler Filmfreak. Da wurde eine Anspielung gemacht von George auf dem Dschungel. Und zwar gibt es ein kleines. Kennst du den Film? Ja. Es gibt eine Szenerie, da fährt George durch den Dschungel und einer von denen wird die Brücke runtergestürzt. Und kommt der Typ ganz verwundet wieder. Dann ist Cut im Film auf einmal und dann kommt so eine Erzählerstimme, die sagt: Ja, eigentlich müsste er jetzt ja tot sein. Aber da es ein Disney-Film ist und wir alle wissen, in Disney-Filmen wird keiner verletzt, ist er nur schwer verletzt. Stimmt. Und hier gibt es eine Szene, du hast die Tauben oben vergiftet, kommt zack! Eigentlich müssten sie jetzt tot sein. Nein, eigentlich sind sie tot. Die sind wirklich tot. Um das zu sagen, ist es jetzt zwar nur, ist nur gezeigte Figuren, aber hier können Tiere sterben. Also richtig schön. Also richtig schön. Okay. Und es wurde auch schon Anmeldung gemacht auf Moby Dick und auf Terminator und wegen Zeitreisen und ne, eigentlich nicht wegen Zeitreisen, sondern wegen Verrat an Freunde. Also, ich habe meinen Freund ja verraten mit dem Mann. Was immer. Achso, das ist richtig cool. Wie du hier redest. Das ist jetzt richtig Billardkugel. Hoffentlich. Was? Spiegelei? Nee, Spielkugel. Die Kanone. Mal gucken, was passiert. Meine Babys. Ich kann die Cola klauen jetzt, oder? Ich weiß es nicht, ich bin nur mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich muss etwas unternehmen, bevor sie warm werden. Warum? Was passiert, wenn sie warm werden? Hast du mal was von diesen kleinen Dingern gehört, die man Supervulkane nennt? Naja, ich kenne Vesuvius Matt. Ist das was in der Art? Aus dem Weg. Ich muss sie einsammeln, bevor der ganze verfluchte Block hochgeht. Jetzt kann ich mir doch bestimmt das Notizbuch klauen. Dann erfahre ich nämlich, an wen er den Ring, dem ich ihn verkauft habe. Okay, mal sehen, okay. Wer den blöden Ring gekauft hat. Also er weiß jetzt inzwischen, dass er verflucht ist. Charlie? Charlie hat meinen Ring gekauft? Verdammt, wenn es eine Person gibt, die mir den Tag verderben kann, dann ist er's. So eine Scheiße. Ich hab schon... Ich helfe ihm dabei. Das ist Charlie, also... Das ist auch geil, im Tresen liegt erstmal ein Dragon Ball. Die ganzen Anspielungen, Protonblaster von, von Ghostbusters und so ein Scheiß. So, Charlie's Comics, da kann ich euch bestimmt hin. Psychiater gibt's ja auch. Oh, kann das... nicht. Das ist das Büro vom Psychiater. Scheint schon zu sein.
Ne, mit Fremden redet er ja nicht. Willkommen in meiner Zuflucht, Sir Randall Hicks, wo zartes Fleisch und Humpen voll Met wie ein Quell der Wonne fließen. Möchtet ihr sofort gefilzt werden oder erst bei Verlassen des Ladens? Ach, hör auf mit dem Mittelalter-Scheiß, Charlie. Charlie, over and out. Also, was gibt's? Das oben ohne Zombie-Special kommt nicht vor Freitag raus, mein perverser Freund. Das ist nicht der Grund, wieso ich hier bin. Er trägt einen Ring. Ich suche einen Ring. Einen bestimmten? Verrat mir einfach den Namen der Serie, des Films oder vom Comic. Ich hab garantiert, was du suchst. Nee, nicht die Art Ring. Ich rede von einem Ring, der von einer mysteriösen, spirituellen Aura umgeben ist. Der dich zu Diebstahl oder Selbstmord zwingt. Weißt, was ich meine, oder? Nö, da klingelt nichts. Nicht? Und was ist mit dem an deiner Halskette? Der? Oh, das ist nur ein billiges Familienerbstück. Nichts Besonderes. Ach, Charlie, du bist ein Scheißlügner. Ich weiß, dass du den heute Morgen in Mels Laden gekauft hast. Ich habe deinen Namen in der Liste gefunden. Komm schon. Wie viel? Okay, reden wir mal Klartext, ja? Der Ring, von dem du sprichst, gehört jetzt mir. Ich habe ihn ehrlich erworben. Und ich bin mir sicher, dass... Der Comicverkäufer hat die Stimme von Jack Black. Ist, dass er ein Vermögen wird. Okay. Ein Vermögen, das nur noch von seiner geheimnisvollen Kraft übertroffen wird. Und wegen all dieser Gründe ist er absolut unverkäuflich. Oh, Charlie, ich bitte dich. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich habe Geld. Viel Geld. Wenn du ihn so sehr willst, dann komm am Mittwoch zur Sci-Fi-Con. Dr. Fred Edison Street. Und sei bereit, deine Taschen leer zu machen. Das wird nämlich nicht billig. Weißt du, Mittwoch passt mir gar nicht. Was kann ich tun, um dich umzustimmen? Nichts. Naja, wenigstens habe ich's versucht. Gibt's was Neues im Dungeon? Oh, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Da flippst du aus, Kumpel. Also, ich bin nicht dein Kumpel, aber davon abgesehen, erzähl weiter. Ich war einfach hier, kümmere mich um meinen Kram und da kommt so ein Typ rein. Alter, gebrechlicher Kerl mit Brille. Aber bei näherem Hinsehen fällt mir auf, der... Stan Lee war hier? Nö, stellte sich raus, dass er nur irgendein alter Mann war, der... Hm. Hast du ihn dazu gebracht, was zu unterschreiben? Klar! Wow, hier arbeiten muss ja wie jeden Tag Weihnachten sein. Ah, kann mich nicht beschweren. Wenigstens ist diesen Mittwoch Sci-Fi-Con. Bist du dabei? Ich werde meinen eigenen Stand haben. Nein, danke. Ich hasse diese Veranstaltung. Überall nur anstehen. Warum hingehen, wenn man sich die Infos auch aus dem Internet holen kann? Davon abgesehen stinkt's immer nach Nerds und alten Cheetos. Wirst du denn kosten? Naja... Oh, schon gab... Also, eigentlich arbeite ich seit einiger Zeit an was. Die Idee habe ich aus einem Do-it-yourself-Video aus dem Internet. Und nach ein paar Wochen harter Arbeit und ein paar... kann ich mit Stolz verkünden, dass ich das beste Kostüm aller Zeiten habe. Und ich denke, niemand wird da widersprechen. Okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Was für ein Kostüm soll das sein? Ein Comicbuchverkäuferkostüm. Willst du mich verarschen? Ein Comicbuchverkäuferkostüm mit Klauen. Wow. Ziemlich cool, oder? Ich widerspreche nicht, dass dir da niemand widersprechen wird. Die sehen wirklich scharf aus. Hey, mit diesen Babys könnte ich ein Schwein in 5 Sekunden zerlegen. Gestern musste ich sie fast auf einer öffentlichen Toilette benutzen. Vorsicht, Charlie. Comics und scharfe Klingenwaffen sind der erste Schritt, um in den Nachrichten zu landen. Also... Hey, das heißt Sci-Fi-Convention, okay? Da werden eine Menge heißer Mädchen in sexy Kostümen sein. Na, kommt drauf an, was deine Vorstellung von sexy ist. Wenn's da Mädchen gibt, glaube ich nicht, dass auch nur eine davon deinen Erwartungen gerecht wird. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn sich da ein Mädchen als Felicia verkleidet, dann sieht sie tatsächlich eher aus wie Doraemon. Meinst du nicht? Wie kannst du sowas Furchtbares nur sagen? Die Wahrheit tut weh, mein Freund. Sie tut weh. Was für besondere Sammlerstücke hast du dieses Jahr dabei? Oh, eine Menge. Auch ein paar unterschriebene Sachen. Von wem unterschrieben? Von dem klapprigen Alten, von dem du erzählt hast? Ausnahmslos. Das ist alles? Nichts Extraordinäres? Nichts. Du weißt schon... Naja, jetzt wo du sagst, ja, da gibt's was. Aber das ist top secret. Da musst du... Na komm schon, Charlie. Nicht mein Problem. Alter, wir kennen uns seit dem College. Weißt du noch?
komm schon, um der alten Zeiten willen. Seit dem College, ja? Genau. Das war noch Zeit, ne? Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie ihr mich nie dabei haben wolltet, wie ihr mit Steinen nach mir geworfen habt, wann immer ich in eure Nähe kam. Und ich erinnere mich auch daran, wie ihr mir weisgemacht habt, dass ich in weniger als einem Jahr sterben würde. Ist das schon die Figur rechts aufgefallen mit Captain Red? Was war's? Die Figur rechts, ist ob sie dir schon aufgefallen ist? Mit Captain Red? Guck dir die mal genau an. Angst und Schrecken verbracht. Ich dachte, ich könnte jede Sekunde sterben. Das war die reinste Hölle. Von wem? Welchen Captain? Den da hinten? Achso, von Captain Red, ja. Was soll mir da auffallen? Die Mütze? Sieht aus wie Hitler. Alter. Trägt die Uniform von Lenin mit einer Gotcha-Pistole und einem Batman-Symbol auf der Mütze. Ohne Scheiß, Alter, das schaut echt aus, also vom Gesichtsausdruck wie Hitler. Ja. Ich war wochenlang im Krankenhaus wegen euch. Ich wäre fast gestorben, Alter Schwede. Weißt du noch? Spiel ist ja krank. Stimmt, du bist allergisch gegen Fisch. Das ist lustig. Es fängt so harmlos und nervend und langweilig an. Angeschwollen, dass ich dachte, okay. Ich nicht. Jetzt geht's über die Schule, ja. Lass und Sag. Nein. So, jetzt bla. Ich bin mir nicht sicher. Oh nein. Ihr habt alle gesagt, ich wäre verrückt, als ich all mein Erspartes für den DeLorean ausgegeben habe. Wer lacht jetzt, Skynet, hä? Alter, Charlie, entspann dich. Du hast ein Vermögen für ein 1:10 Modell ausgegeben. Und selbst wenn es funktionieren würde, dann müssten wir die Zukunft in die Pfoten deines Hamsters legen. Weißt du, Randall, du bist ein sehr negativer Mensch. Kein Ganze und mit der... Ah ja? Komm schon, Alter. Heiliges Tannhäuser-Tor. Nein, Charlie. Bill kann dieses Mal nichts tun. Warum nicht? Er ist vertraut mit der Situation. Wir sollten zumindest mal auf IMDb recherchieren. Na, halt die Klappe und hör genau zu. Jetzt erklärt er ihn tatsächlich, dass er in der Zeit gefangen ist. Oh Mann. Da habe ich zu schnell weggeklickt. Und so baust du dir ein hausgemachtes Anti-Schwerkraft-System mit nichts weiter als einer Katze und einer Scheibe gebutterten Toast, die du auf ihrem Rücken festmachst. Sehr interessant. Dann erzähl ihm was ganz anderes. Das wäre auch ohne Toast möglich. Ich meine, was wäre, wenn du einfach den Katzenrücken mit Butter bestreichst? Vielleicht. Aber ich denke, ohne Weizen wäre es einfach nicht dasselbe. Also, zurück zum Problem. Irgendwelche Vorschläge? nur einen. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Da ist dein super Psychiater gleich die Straße runter. Ein Seelenklempner? Oh, komm schon, ich mein's ernst. Randall, deine Story ist faszinierend. Aber mir ist sowas auch schon passiert. Und ich habe gelernt, dass das Beste in dieser Situation ein Profi ist, der dir hilft. Ein paar Pillen später geht's dir auch schon besser. Pillen für umsonst klingt gar nicht so schlecht. Vielleicht besuche ich ihn doch mal. Es wird dir gut tun, glaub mir. Dr. Johnson ist ein echter Experte auf seinem Gebiet. Das nehme ich nicht. Charlie würde es vermissen. Ich habe seit ich 23... Gute Idee, aber das muss ich machen, während er nicht hinsieht. Gut, warte, ich bis er sich bückt. Naja, was passiert, wenn er mir nicht... Da passiert hier gar nichts. Ah, die Maus ist weg, alles klar, da passiert gleich. Jetzt trink. Allergische Reaktion. Okay. Zwei Sachen. Ach, der Strohhalm. Ich hinterlasse nicht gern überall meine... Ich will mich nicht schneiden. Überall Glasscherben. Ich hab's... Okay. Energieschwert von Halo, ich glaub, Star Wars. So eins. Na, ach, das kann ich doch mitnehmen. Dann doch nicht. Ich hab ein Laserschwert. Huhu. Das ist. Sieh mal einer an. Was haben wir denn? Das ist der Katalog. Wenn ich den zurückpacke, dann habe ich.
am nächsten Montag doch an den Hammer, den nehme ich den Hammer. Ich bin ein Mann von Klatt. So leicht wird das sicher. Brauche ich nicht. Ich habe nämlich das Comic von meinem Chef kaputt gemacht. Vielleicht wieso tust du das? Ich habe mein Thunfisch-Sandwich eingewickelt in seinem mehreren tausend Dollar wertvollen Heft. Okay. Das habe ich aber noch gemacht, als ich noch keinen Einfluss drauf hatte. Also. An Randall Hicks. Wie geht's, mein Freund? Bist du verwirrt? Verwundert über diese Situation vielleicht? Das ist ganz normal. Schließlich ist das hier neu für dich. Ist das ein Traum? Oder siehst du die Welt jetzt nur so, wie sie wirklich ist? Fragen wie diese helfen dir nicht. Ich schon. Ich kann ein wertvoller Verbündeter sein. Aber denk dran, du musst alles machen, was ich sage. Betrachte mich als eine Art Orakel, wo du mich finden kannst. Das weißt du. Leute wie ich bevorzugen die dunkelsten und einsamsten aller Orte. Ich werde dort warten. Ergebenst dein wahrer Verbündeter. Und der Penner hat irgendwie eine Macke, der verfolgt mich schon das ganze Spiel. Kann ich nicht, es ist... Ja, bei kann mir... ich nicht. Okay, da komme ich nicht mehr hin. Wahrscheinlich wieder erst den nächsten Montag. In die Gasse komme ich nicht rein. Kann ich das mitnehmen? Tatsächlich. Die Messe ist eher Mittwoch. Passt gerade zu Minecraft-Anspielung. Ich bin kein Achso, jetzt sieht's ja, ne? Hier ist am ersten Montag hat er sich den Kopf in den Ofen gesteckt und am zweiten, weil der Ofen ja dann quasi in der Zeitlinie am zweiten Montag schon kaputt ist, hat er sich quasi am zweiten Montag in Stücke gehauen mit einem Mixer. Also mein Freund beginnt immer wieder Selbstmord, weil ich ihm den Ring geklaut habe. Muss. Den Fall. Die Schrank kann ich immer noch nicht öffnen. Irgendwas mit dem Mixer machen. Aber wenn der Ofen kaputt ist, wenn ich den Mixer kaputt mache, vielleicht bringt er sich dann am nächsten Tag nicht um mit dem Mixer. Okay, das geht sogar mit einem Kleiderbügel, oder? Dieses Ding erstaunt mich immer wieder. Der Mixer ist noch heil. Ich glaube nicht, dass... Vergiss es. Das war mal ein Kleider... Es gibt... Vielleicht wenn ich den Eisch, das glaube ich nicht. Wenn du das für eine gute Idee... Will. Na gut. So.